Und willkommen zurück bei Spyro. Dem ersten Teil. Gut, wollen wir das erstmal klarstellen. Dem ersten Teil, genau. Und zwar Spyro the Dragon heißt es, glaube ich, wenn ich nicht. Ja, ich glaube Spyro the Dragon heißt es einfach nur. Hallo, Mann. Ach, ich kann dich nicht. So, ich habe jetzt schon keinen Spark mehr. Das freut mich. Gut, gut wieder reinzukommen, nachdem man eine Woche nicht gespielt hat. Gut, gut wieder reinzukommen. Ne? Okay. Immerhin haben wir den Eierdieb direkt bekommen. Jetzt kann ich ja hier zufrieden und glücklich sterben. Hier haben wir einen Drachen befreit gehabt. Drei von euch. So. Achso, ja. Jetzt muss ich wirklich ja durch. Jeden einzelnen durchgehen. Da vermisst man dann direkt Spark. Aber wir finden jetzt bestimmt hier irgendwas. Wollte ich sagen. Fledermäuse oder so? Natürlich. Hier ist die erste Welt, der Alpenkamm. Da wollen wir jetzt aber gerade noch gar nicht rein. Ist da unten irgendwo ein Geheimnis? Sieht nur noch mal im Tod aus. Ich lasse es lieber. Das ist ein Schaf. Oder, ne, es ist kein Schaf. Was ist eine Bergziege oder was? Was seid ihr? Ah, blau. Wir haben so ein Leben bekommen. Ach, der Eierdieb. Ich habe mich hier gerade... Willst du mich verarschen? Willst du mich? Hallo? Ist das dein Ernst? Ist das dein... Okay, mein Freund. Nach links. Da kennt man so ein bisschen den Motion Blur. Wenn man sich zu schnell bewegt, dann verschwimmt das Bild ein bisschen. So, Spark ist wieder da. Können wir hier in Ruhe alles einsammeln. Was hat das hier zu bedeuten? Also erstens, ja, hier sind die luftigen Höhen. Das ist sehr schön und gut. Aber kannst du mir erklären, was das bedeutet hier? Santor, bitte. Du kannst entlang von Pfeilen wie diesen hier vorstürmen, um eine Superladung zu beginnen. Superladung? Spitze! Na los, probier's aus! Was ist eine Superladung? Das kenne ich nicht aus dem zweiten Teil. Was ist eine Superladung? Also ich bin besonders schnell, oder was? Okay. Könnte gegebenenfalls noch wichtig werden. Kristall. Dieses Luke. Portal führt an einen Ort, wo du fliegen lernen kannst. Ich weiß noch, wie ich mir als junger Drache meine Flügel verdient habe. Fliegen lernen, verstanden. Ja, das ist wieder... Ihr wisst genau, was das ist. Ich weiß genau, was das ist. Ein kleiner Magier. Ich weiß exakt genau, was das ist. Nämlich, die hat keinen Schlüssel. Ich brauche wieder einen Feuerwerkskörper oder sowas, um die kaputt zu machen. Bevor ich jetzt wieder nach einem Schlüssel suche. Und dann elendig versage. Ne, aber was ich gerade sagte, ist, wir haben ja immer noch, es stehen ja immer noch 60 Münzen. Hallo. Offen. Aus. Oh, okay. Stehen ja immer noch 60 Münzen. Aus. Es sind keine Münzen. Goddammit. Zauberberge. Okay, wir gucken gleich mal, wo wir hin wollen. Jetzt wollen wir natürlich erstmal... Au. So. Was ist das hier? Wirbel... Wirbelfiel? Okay, willkommen in Wirbelfiel. Wirbelfiel oder Wirbelwe? Well, that's probably my... Yep. Okay. Musste irgendwann passieren. Irgendwann musste es passieren. Ansonsten wäre es nicht ich. Bei mir ist es immer Abgrund 1, Hedi 0.
kennen wir aus so vielen Spielen schon. So, da muss ich also irgendwie eine Rakete positionieren. Da komme ich zum Typen. Wo ich auch... Ah, ich muss keine Rakete zünden. Ich weiß, was ich... Ja, okay. Ich muss keine Rakete zünden. Ich weiß genau, was ich tun muss. Okay. Wie sieht's denn generell aus? Bin ich hier... Oh, mir fehlen aber noch viele Edelsteine. Hoppala. Ich dachte, ich wäre nahezu fertig, aber... Pustekuchen. Bin ich nicht. So, das könnte jetzt was dauern. Ich hoffe, es dauert nicht zu lange. Yep. Okay, andersrum funktioniert es nicht, aber hätte ich mir auch denken können. Also, die Idee ist, glaube ich, klar, was ich vorhabe. Steuerungstechnisch bin ich gerade ein bisschen zu inkompetent dazu. Weil ich nicht genau weiß, wann ich rechts abbiegen muss, sonst fahre ich quasi schon vorher gegen die Wand. Okay, nicht springen. Okay, alles klar. Nicht springen. Springen doof. Hab ich verstanden. Gut, dass sie immer speichert. Finde ich toll. Ja. Gut. Hätten wir das auch gelöst, aber trotzdem fehlt uns noch massenhaft Zeug. Oh, hi. Massenhaft Zeug. Wir haben auch noch einen Schlüssel und ich weiß nicht wofür, muss ich gestehen. Jetzt mal ernsthaft, ich hab einen Schlüssel, ich weiß nicht, wofür. Danke, dass du so viele Dracheneier zurückgebracht hast, Spyro. Steig ein, wenn du bereit für die Monstermacherwelt bist. Möchtest du dorthin? Also laut einem Forum kann man eigentlich beim Ballonfahrer auch in andere Welten zurück. Vielleicht in der PS1-Version? Hier auf jeden Fall leider scheinbar nicht. Willst du mit? Man kann es nicht im ersten Dialog. Man kann es erst, wenn man ihn erneut anspricht. Okay, dann werden wir nachher auf jeden Fall ganz kurz das, die erste Welt nachholen, damit ich diese 60 weg habe. Jetzt möchte ich aber ganz kurz erstmal wissen, wo mir hier denn die ganzen... Wo mir hier die ganzen Münzen fehlen. Wie viele brauche ich noch? 60. Ich meine, wie gesagt, irgendwo muss ja beispielsweise noch eine Truhe sein. Weil wir haben einen Schlüssel. Wir haben ja wohl kaum einen Schlüssel ohne Truhe. Ich weiß noch. Gestehen. Right now. Ich habe keine Idee, wo außer hier diese 25 Sachen. Hat er sich gerade selbst gekillt? Ja, also, ja, irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich blind bin. Keine Ahnung. Diese Lache im Hintergrund, ne? Ich hab ein bisschen hier... Du wirst sterben, mein Freund. Du wirst sterben. Sau. So, mir fehlen 10. Und ich weiß genau, wo diese 10 sind. Und ich weiß im gleichen Schluss nicht, wo diese 10 sind. Diese 10 sind nämlich in einer Truhe. Ein Problem. Ich weiß nicht, wo die Truhe ist. Jetzt mal aufs Neue. So, hier komme ich her. Hier komme ich her. Sehe ich hier irgendwo eine Truhe? Scheibenkleister.
Ich meine, ich weiß das ja, die sind ja immer versteckt. Klar. Also versteckt in Anführungsstrichen, ne? Also halt ein bisschen versteckt her. Aber ich habe gerade nicht so wirklich eine Idee. Also es sind die letzten 10, das sind ziemlicher Sicherheit. Es sind auf jeden Fall die letzten 10. Die quasi noch fehlen. Sind in der Truhe mit 100%iger Sicherheit. Jetzt fehlt nur noch die Truhe. Da ist sie nicht. War natürlich total Absicht, da jetzt runterzuspringen und das nachzugucken, aber wir haben es jetzt immerhin getan. Jetzt mal ernsthaft, ich habe keine Ahnung, wo diese Truhe ist. Hallo, meine Freunde. Vielleicht muss ich brauche ich sogar einen von denen, damit der mich irgendwo hoch schweben lässt. Kannst du zaubern? Ne, du kannst nicht zaubern. Diese Grünen können zaubern. Vielleicht lasse ich die mal am Leben. Ach, der ist weg, der Typ hier. Okay. Ah ja, die ist mir egal. Aha, deswegen muss ich... Okay. Wir reden mal lieber nicht... Okay, weißt du was, du darfst leben. I have no idea. Ist vielleicht doch noch was hiermit zu tun, vielleicht? Theoretisch hier wieder hoch. Also ich kann theoretisch mit Sicherheit hiermit noch was tun, aber gegebenenfalls komme ich tatsächlich hiermit auch zu der Truhe. Jetzt wäre ich beinahe da reingelaufen. Ah, warte mal. Nehmen wir mal an. Nehmen wir mal an, Spyro ist nicht so... Ach so, hätte ich einfacher die... Ach, ich hätte wieder die Kurve besser bekommen. Dann kann ich hier hin... Dann kann ich hier hoch... Kann ich. Das ist euer Ernst? Lass mich doch mal in Ruhe. Ich versuche gerade zu schlussfolgern, wo ich hin muss. Das ist der. Hier war ja der Schlüssel. Hä? Was? Whatever. Aber. Warte mal. Nö. Schade. Ey, ich. Vielleicht ist der da drin. Vielleicht ist der da drin. Nö. Hm. Vielleicht ist der hier unten. Ah, schade. Nein, ist er nicht. Ich hab keine Ahnung, wo das Loch der Truhe ist. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt mal. Angenommen, ich kann mit Fullspeed hier tatsächlich wieder hoch mit einem gezielten Sprung. Dann bin ich hier. Dann kann ich hier rum. Dann bin ich hier immer noch mit Fullspeed. Ja, schön. Aber was bringt's mir? Da bin ich hier mit Fullspeed. Da ist ein Mond, da ist eine Sonne. Dann bin ich ganz unwahrscheinlich hier immer noch mit Fullspeed, als ob ich das jemals schaffe. Aber ja, nehmen wir mal an, ich bin hier mit Fullspeed, dann kann ich... Okay. Ich hab... Wir reisen mal zurück in die... Das ist der einzige Ort, an dem ich niemals war. Ich weiß auch nicht, wie ich da hinkomme. Ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung. Wirklich nicht. Ich hab. Gegebenenfalls hat das mit diesen Steinen, mit diesen Schnelligkeitsstreifen zu tun.
bin ich mir sogar schon recht sicher, dass es damit zu tun hat. Ach, bin ich dumm. Ich hab doch Spark. Da ist die Höhle. Oh, warum bin ich... Ich hab... ja. Kein Kommentar. Wie ich sagte, kein Kommentar. Wo war das noch gleich? Okay, da hinten. Okay. Die Frage ist natürlich... Ah, okay. Ja, ich weiß, wie ich da hinkomme. Ich bin so ein Idiot, dass ich... Ja, ich, ja, reden wir nicht drüber. Und da sind unsere letzten 5 Zweier. Perfekt. Und damit ist das Level 100% abgeschlossen. Wunderbar. Jetzt müssen wir nur noch hier hin, glaube ich. Steig ein, wenn du bereit möchtest, du dorthin. Willst du mit? Ich glaube, es war, waren es die Artisanen? Ich glaube nicht. Ist die Artisanenwelt die erste Welt gewesen? Was war denn diese Monstermacherwelt? Die Friedensstifter war die wüstenähnliche Karte. Was war denn danach? Tja, da frage ich mich selbst was. Okay, keine Ahnung. So, wir wissen, was wir vorhaben, wenn wir denn hier richtig sind. Aber wir wissen ja jetzt, wie wir zurückkommen, falls es nicht funktioniert. Okay, wir sind auf jeden Fall richtig. Und die Welt war dort hinten. Spyro. So. Jetzt wollen wir endlich mal auf 100% Komplettierung hier komplettieren. Komplett. Da sind wir bei 3300 Münzen. Juwelen. Rubine. Smaragde. Es sind keine Smaragde, es sind auch... Doch, Smaragde wohl eher als Rubine, oder? Ja, Smaragde ist grün, aber ich rede jetzt von der Form. Ach ja, es geht direkt los. Ha, stimmt, habe ich ja vergessen. So, was macht man denn hier am besten? Ich versuche mal, die abzugreifen, weil eigentlich sollte man die auf jeden Fall... ich weiß gerade überhaupt noch nicht, wie der Rhythmus ist hier. Also was man am besten wie schnell macht und wo. Jetzt zum Beispiel sollte man gegebenenfalls irgendwo... I don't know? Tore? Ach, das war das mit den Schatztoren. Oh nein. Okay, ich hab immer angefangen mit den Toren tatsächlich. Eigentlich, das ist die erste Welt. Warum ist die erste so die schwierigste? Mit den anderen hatte ich viel weniger Probleme. Gefühlt. Gefühlt hatte ich viel weniger Probleme mit den anderen beiden bis jetzt, als mit dieser hier. Ach so, scheiße. Das ist schlecht. Sehr schlecht. Das mache ich gerade richtig, richtig unklug. Aber egal. Ja, das ist ja so. Das sind die beschissensten von allen. Ja, ja. Versuche mich ja nur ein bisschen zu trainieren hier. Ist nicht der letzte? Scheiße. Okay. Vielleicht. Vielleicht. Wer weiß. Vielleicht. Vielleicht haben wir eine. Irgendwie bist du langsam, Spyro. Irgendwie bist du sehr langsam, Spyro. Mhm.
du was? Also. Ist das die richtige, perfekte Reihenfolge? Habe ich noch nicht rausgefunden, wollte ich gerade sagen, während ich hier verkackte. So. Der war hier unten rechts, wenn ich mich nicht irre. Wie gesagt, das richtige Zusammenspiel habe ich jetzt hier irgendwie noch nicht so ganz gefunden. Also wie rum man es wie irgendwie am besten erledigt. Ja, das ist ein Fehler, was ich hier tue. Weil jetzt bin ich zwar hier. Das muss auf jeden Fall das Letzte sein. Weil ich komme halt hier einfach nicht mehr raus. War hier nicht in der Mitte noch eins? Ja, war's. Jetzt habe ich das auch noch verpasst. Also, die Truhen müssen so. Truhen müssen das Letzte sein. Es sei denn, ich komme hier. Komme ich hier hoch? Let's try something else. Let's try this first. Wie gesagt, immer gegen die Fahrtrichtung natürlich, ansonsten... Das ist viel zu lange, dauert das ansonsten. So, jetzt bin ich tatsächlich quasi wieder am Anfang. Aber der Weg dauert so lang. Der Weg dauert so lang. Das muss ich nachher bei den Flugzeugen wieder gut machen und das ist ein Problem. Das bei den Flugzeugen wieder gut zu machen, weil irgendwie kriege ich das nicht hin. Weil ich immer eins irgendwie, ich schätze was falsch ein und dann verfehle ich das Flugzeug. Egal, we're trying that. Krieg das schon irgendwie hin. Too bad. Aber jetzt gleich haben wir wieder das. So, jetzt habe ich 17 Sekunden und jetzt muss ich natürlich ein bisschen aufpassen. Und das wird jetzt der bescheidenste Teil. Also zeitmäßig passt das, wenn ich mich jetzt nicht komplett verkacke. Also zeitmäßig passt. So. Problem ist, die Zeit ist nicht das einzige Problem hier. So, und nur noch den einen. Dankeschön. Wunderbar. Okay, endlich bin ich, endlich, sind wir komplett. Alles, was wir bis jetzt gemacht haben, haben wir geschafft. Wir haben alle Level bisher zu 100% komplettiert. Bis auf die Altstadt. Weil in der Altstadt müssen wir noch Bullen, keine Ahnung. Und wir müssen noch eine Rose, irgendwas war noch mit einer Rose, also diese Fähigkeitspunkte haben wir noch nicht so vollkommen, vollständig. Hier haben wir alles 100% noch zur Fähigkeitspunkte. Verbrennt die Rosa-Tulpe? I have no idea. Und die Altstadt, alle Bullen stecken fest. Und natürlich perfekt in dem Dr. Schemp-Ding, weil da war ja, ach, jetzt muss ich zurück zu dem... Wo ist denn der Ballang, Heini? Wo war denn... Okay. Hi. Magischen Künstler müssten wir gerade sein, wenn ich mich nicht täusche. Ja.
Also das machen wir jetzt erstmal nicht. Mir, die Fähigkeitspunkte-Dinger sind mir jetzt erstmal ein bisschen egal. Es geht mir darum, alle Level zu komplettieren. Gucken wir mal. Ich weiß auch nicht, was alle Bullen stecken fest beispielsweise bedeutet. Ich weiß nicht, was das heißen soll. Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, was das heißen soll. Reise nach Welt der magischen Künstler. Heißt es nicht eher Reise in die Welt der magischen Künstler? So, wir entscheiden uns jetzt für eine Welt und dann werden wir im nächsten Part diese Welt besuchen. Die erste, die uns am besten irgendwie über den... Okay. Ja. Spyro kann in diesem Part übrigens noch nicht schwimmen. Im zweiten Teil kann er schwimmen. Was zu ziemlich coolen Unterwasserwelten führt. Also es gibt wirklich coole Unterwasserwelten. In Spyro 2. Spyro Gateway to Glimmer, wie es so schön heißt. Und Alpenkamm. Bap. Ich jetzt bap. Bap, bap, badadidada, dap, dap. Nein, wir machen hier nicht einen auf Dagibi. So, Bibi? Bibi's Beauty Plans, Dagibi? Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, Bibi's Beauty Plans. Wap, bap. So, Reise nach Alpenkamm. Da machen wir beim nächsten Mal weiter. Und wir gucken mal ganz kurz Blick rein. Wie sieht's da aus? Luftige Höhlen, okay. Wirbelfiel, okay. Verbrenne das versteckte Gemälde. Reite 10 Sekunden auf einer Druidenplattform. Irgendwie ist der schlecht empfangen. Ein bisschen leid, aber ich befürchte, ich muss ihn gleich töten. Nee, egal. Nein, schlafen legen, würde ich sagen. Wir machen den Cut. Ich sage, bis zum nächsten Mal für Schlussvideos. Euer Hedi.